begleitet uns an Silvester in der Schweiz. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Monis Magical Vlog. Ja, an Silvester haben wir Besuch, und zwar Brina mit ihrem Freund. Und wir haben eine Hütte hier in den Bergen in der Schweiz angemietet. Und ja, sind gestern Abend angekommen. Und ich zeige euch jetzt erstmal die Hütte. Die Aussicht hier, es ist wirklich traumhaft schön. Leider liegt kein Schnee, aber es ist halt warm. Aber dennoch ist es hier wirklich wunderschön, richtig schön idyllisch. Also ich packe euch den Link gern unten in die Infobox von der Hütte. Es ist hier in Emetten am Vierwaldstätter See. Plan ist, heute ist Silvester. Wir werden gleich zum Titlis fahren und die Bergbahn hochfahren, damit wir ein bisschen Schnee sehen auf 3000 Meter Höhe. Und heute Abend sind wir auf dem Klevenstock, glaube ich. Klevenalp, Stockhütte. Und da sind wir in der Panorama-Bar und da haben wir heute Abend Fondue und da ist auch ein DJ und so weiter, aber das zeige ich euch später. Jetzt zeige ich euch erstmal hier die Hütte, wo wir gestern angekommen sind. Wir sind jetzt hier in unserer Hütte angekommen in Emetten. Ich packe euch den Link einfach unten in die Infobox, weil... Sind wir denn auch? Den Link? Nein. Es ist wirklich super schön. Also es ist... Und das muss ich euch zeigen. Ja. Das ist eine Pfaffnähmaschine, die kommt aus Kaiserslautern. Wir haben da drauf ein Waschbecken gemacht. Also es ist, das Haus ist 400 Jahre alt, hat sie gesagt. Und es war mal hier ein, hier haben mal Tiere, also das war so eine Scheune, ein Stall, Scheune. Und das haben sie jetzt da hingebaut, eine Dusche. Vorher gab es hier keine Dusche. Weil das Haus so alt ist, mussten die den Government hier fragen, ja, genau, was geändert werden darf. Weil also die mussten sich eine Genehmigung erholen. Wie Denkmalschutz, ja, in Deutschland. Und deswegen musste die Dusche separat... Mit der Toilette. Und die Toilette ist auf der anderen Seite, genau. Aber die Aussicht zeige ich morgen. Also die Fahrt war echt spektakulär. Ja. Brina ist gefahren, aber sind gut wir angekommen. Ja, mal beim Fahren. Auf jeden Fall. Aber es ist richtig schön. Also ich zeige euch das mal hier. Also hier gibt es einen Ofen. Das war jetzt hier der Eingangsbereich. Hier gibt es Feuer, also Holz. Dann haben wir ein Schlafzimmer hier mit zwei Einzelbetten. Kann zwei Personen, also das Haus ist für sechs Personen ausgerichtet. Gesagt, dann da ist der Eingang, da steht auch das Auto. Dann gibt es hier eine Küche mit einer Kaffeemaschine. Also Kaffeeliebhaber, Mikrowelle ist da, Herd, Spülmaschine. Hier ist ein Pelletofen, der brennt hier schon. Und wir haben wirklich alles, was man braucht. Also Geschirr, hier haben wir noch mehr Kaffeebohnen. Ist alles inklusive. Raclette ist hier, Fondue, Salz, Pfeffer, Besteck. Hier ist Gewürze, also wirklich sogar Müsli-Sachen gibt es hier. Und das ist unsere kleine Essecke. Und ja, hier gibt es noch Informationen zu den ganzen Bergen. Wir haben noch einen Gutschein bekommen, um auf den Rigi zu fahren. 50% Rabatt. Und hier draußen... Mal gucken, wo ist das Licht? Geht es hier überhaupt Licht an? Also auf jeden Fall, da ist die Toilette. Ich weiß gar nicht, wo das Licht hier gerade angeht. Vielleicht hier? Ah ja, da. Genau, hier ist die Toilette. Ja, also klein, fein, aber ist alles da. Ist auch beheizt. Und sie meinte, das hier war früher die Außenmauer. Und das haben sie halt dann hier alles wieder zugebaut. Es gibt auch Wi-Fi. Sie bringen uns jetzt auch noch frische Eier und Milch, also wirklich Rohmilch, gerade frisch von den Kühen, vom Bauern. Also natürlich nicht kostenlos, das müssen wir jetzt bezahlen. Aber der Mann von der Gastgeberin holt jetzt die Sachen und bringt es uns gleich. Also es gibt frische Eier vom Bauern und Milch. Hier ist noch ein Kachelofen, der ist auch noch schön warm. Ja? Ja, hier ist ein Fernseher. Hier ist dann nochmal so eine Einzelbett und hier unten kann wahrscheinlich auch noch jemand schlafen. Weiß ich nicht. Also es war eigentlich für sechs Personen ausgelegt. Wo jetzt die Sechse schlafen soll, wusste ich jetzt gar nicht. Und hier ist nochmal ein Doppelbett. Ja. Also richtig schön urig und wir haben jetzt für die zwei Nächte
520 Euro bezahlt, circa. Wie gesagt, an Silvester, an Neujahr, für 6 Personen eigentlich. Wir sind jetzt zu viert hier. Also völlig in Ordnung für den Preis. Man kann da echt nichts sagen. Also richtig klare Empfehlung. Morgen zeige ich euch dann noch die Aussicht von hier. Die ist echt schön. Wir haben gut gegessen, alles weggeräumt, im Pub satt. Also der Schweizer Käse ist wirklich exzellent lecker. Und ja, jetzt spielen wir Heimlich und Co. Das Spiel des Jahres 1986. Eins der Lieblingsspiele von meinem Freund. Ich habe es noch nie gespielt, Brina und Sinan auch nicht. Wir sind gespannt. Ja, und das ist die Aussicht hier draußen. Gestern haben wir nicht so viel sehen können, weil wir im Dunkeln angekommen sind, aber es ist wirklich sehr idyllisch. Die Vermieterin meinte auch, im Sommer grasen hier wohl ganz viele Schafe. Und die Chinesen machen damit immer Selfies. Da oben liegt ein bisschen Schnee. Aber es ist sehr, sehr mild, also sehr, sehr warm. Aber einfach traumhaft schön. Also das ist der Vierwaldstätter See. Ja, und auch die Hütte kann man ganz klar empfehlen. Also so schön hier eingerichtet. Man hat alles. Das ist so schön ruhig, also auf jeden Fall mega. Ja, und jetzt fahren wir zum Titlis. Da fahren wir ungefähr ja, eine Dreiviertelstunde hin von hier. Was hier natürlich in der Nähe ist, ist der Rigi, die Klevenalp, Pilatus. Aber auf dem Rigi und auf der Klevenalp liegt leider gar kein Schnee. Wir wollten ja eigentlich Schlitten fahren, aber das wird wohl nichts dieses Mal. Und auf dem Titlis gibt es so einen Gletscher und ja, da... Und da gibt es auch wohl ein bisschen Schnee. Da wollen wir jetzt hin. So, wir sind jetzt hier in Engelberg angekommen. Und ja, da oben seht ihr Schnee. Das ist dann der Titlis. Und da fahren wir dann mit der Gondel hoch. Parken kostet hier wohl 10 Franken pro Tag. Wir haben die Tickets hier gekauft, direkt am Automaten, aber man kann es auch an der Kasse kaufen, ohne Halbtags. Also wir haben ja dieses Bahncard-Abo hier in der Schweiz. Ohne Halbtags kosten die ganz normalen Tickets bis ganz nach oben 76 Franken pro Person und mit Halbtags 48 Franken. Ja, wir nehmen jetzt die Zahnradbahn und fahren hoch. Die Zahnradbahn fährt doch nicht ganz nach oben, deswegen müssen wir jetzt den Titlis Express nehmen und zwar hier diese Gondeln. Wir sind jetzt hier auf 2400 Meter Höhe bei Stand und um ganz hoch zu kommen auf den Gipfel, auf den Titlis, müssen wir jetzt noch eine Bergbahn nehmen. Fährt ungefähr 5 Minuten, aber die Fahrt, die Anstellzeit war jetzt gerade eben extrem lang, weil hier natürlich sehr, sehr viel los ist, viele Skifahrer und so weiter. Also haben wir locker eine halbe Stunde anstehen müssen. Aber jetzt sollten wir in die nächste Bahn reinkommen und dann hochfahren.
Wir haben es geschafft, wir sind oben angekommen. 3000 Höhenmeter. Und ja, das Wetter ist traumhaft schön, man kann richtig weit gucken. Sehr erfrischend die Luft. Wir sind jetzt hier einmal über den Cliffwalk gegangen, der ist gratis, das ist hier die Hängebrücke und dann sind wir den Iceflyer noch gefahren. Das ist hier diese Sessellift, der hat 12 Franken pro Person gekostet, einmal eine Rundfahrt, war auch sehr schön die Aussicht. Und jetzt gehen wir uns noch die Gletscher anschauen, im Restaurant, also im Haupthaus, da gibt es ein Restaurant und die Gletscher und da schauen wir uns auch noch um. Ja, dann müssen wir auch schon wieder runterfahren, aber es ist sehr schön hier oben. Kalt, aber sehr schön. Thank you.
uns jetzt hier in der Skihütte am Stand niedergelassen auf 2400 Metern. Also wir sind einmal runtergefahren, sitzen jetzt hier schön gemütlich, haben uns was zu essen bestellt und was zu trinken und werden hier kurz pausieren und dann werden wir noch mit den Gondeln wieder ganz runterfahren. Was es zu essen gibt, zeige ich euch jetzt und ein paar Eindrücke aus der Skihütte hier. Guck mal, die hatten wir doch auch. Also das Essen ging rucki zucki. Ich habe die Gemüseravioli mit Steinpilzsoße. Hier gibt es einen klassischen Schweizer Teller, weiß auch immer. Alles mögliche drauf. Wir haben mit Monkey-Soße zum Teilen. Brina hat einen Rösti. Da ist auch nochmal die Platte und da haben wir Heißgetränke. Guten Appetit! Wir sind wieder auf dem Weg nach unten mit der Gondel. Also wir fanden alles Essen lecker, außer Brina, die fand ihr Rösti nicht so gut. Aber sonst, wir haben gut getrunken, gut gegessen, aufgewärmt. Wie gesagt, jetzt geht's runter und es ist eh warm. Wir haben auf Insta gesehen, schon 16 Grad oder im Europapark irgendwie 19 Grad. Ja, die Aussicht ist echt mega. Wir haben uns umgezogen in der Hütte und ein bisschen frisch gemacht. Und jetzt sind wir nach Beckenried, glaube ich, gefahren. Von hier geht die Bahn Richtung Klevenalb. Und da steht die Panoramabar, wo wir Tickets gebucht haben. Fondue mit DJ Hagley und Party und so weiter. Die letzte Bahn fährt um 2 Uhr. Ich denke aber nicht, dass wir da so lange bleiben. Also wenn wir jetzt was gemütlich was zusammen essen, uns den DJ Hagley anschauen, was trinken und dann ja gut ins neue Jahr rutschen und dann ja, werden wir entspannt wieder nach Hause fahren, weil wir sind heute ein bisschen müde, war schon ein anstrengender Weg. Das Ganze hat heute 55 Franken pro Person gekostet. Die Bahnfahrt auf den Berg, auf die Klevenalb, ist inklusive gewesen. Ja, also der Aufweg hier hoch zur Panoramabar war sehr anstrengend. Halbe Stunde nach der Bahnfahrt sind wir dann nochmal hier hochgestiefelt. Schnee, glatt, Matsch, war anstrengend auf jeden Fall. Aber wir haben es geschafft, sind die Letzten hier in der Hütte mit dem Fondue und jetzt gibt es erstmal Fondue. Wir haben Brot bekommen und da gibt es schon Obst und Krummbeere. Kartoffeln. Krummbeere, wie Brina immer sagt, ja. Also aber die Aussicht ist wirklich atemberaubend. Also ich zeige euch später was, wie es hier oben aussieht. Das ist wirklich sehr. Also ich finde es schön. Ihr könnt es ja hässlich finden. So, Daniel. Da ist es, unser Fondue. Dazu gibt es Brot. Und Brina? Ich hab schon schlechteres von. Also man schmeckt den Alkohol nicht. Hier vorne haben wir noch Kartoffeln, ne? Ja. Und Obst. Das mit dem Obst finde ich ein bisschen strange, aber ist nicht so mein Geschmack. Aber ja. Guten Appetit! Wir sind fertig mit dem Essen. Ich glaube, die Bedienung war ein bisschen enttäuscht, dass wir so schnell waren und nicht alles aufgegessen haben. Sie wollte uns nämlich noch das Chili-Fondue bringen. Wir haben uns ja für das Klassische entschieden, weil Brina mag keine Steinpilze, ich mag kein Chili und deswegen haben wir für alle das Klassische genommen. Ja, es war wirklich sehr, sehr lecker. Es gab Brot dazu, Kartoffeln und Früchte. Und ich muss sagen, die Pfirsiche im Käse haben mir irgendwie geschmeckt. Also irgendwie war es sehr interessant, aber auch sehr lecker.
Wir sind pappsatt, warten jetzt auf unser Dessert und dann gucken wir mal, was nebenan DJ Hagley macht in der Panorama-Bar. Unser Dessert ist da. Es gibt Pudding, Schokopudding mit Sahne und Birnen. Das wollte es mir nicht eingefallen. Ja, Birnen, das probieren wir jetzt. Rohan wird antworten. Verstehst du auch nicht, oder? Ihr könnt mich wahrscheinlich jetzt super schlecht sehen. Wir sind jetzt wieder unten angekommen und ja, haben oben kurz angestoßen und das Feuerwerk vom Berg aus angesehen. Im Tal sah richtig schön aus mit dem ganzen Feuerwerk über dem See und in Luzern und sowas. Also ja, richtig schön. Und jetzt laufen wir wieder zum Auto. Und das war's auch mit meinem Silvester-Vlog hier aus der Schweiz. Wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Wie gesagt, ihr seht mich wahrscheinlich überhaupt nicht, aber bis dann und frohes neues Jahr euch allen.